Das Motto Ladies First bleibt bestehen und auch gültig, auch wenn die Frauen hier in Östersund ein bisschen länger warten mussten. Da ging der Mond einige Male mehr auf und unter. Herzlich willkommen also zum langen Kanten der Biathletinnen. Gestern waren die Herren dran mit ihren 20 Kilometern. Heute also die 15 Kilometer Strecke. 96 junge Damen sind am Start. Alle nervös, alle hibbelig, alle rätselnd. Wo stehen wir? Was hat der Sommer gebracht? Einige durften schon am Sonntag in der Mixstaffel ran. Andere gehen hier taufrisch auf die Strecke. Das ist Karin Oberhofer. Die Italienerin, also die Nummer 1, die erste, die die Strecken testet, den Tiefschnee unter die Ski nimmt. Die Italienerin, die hier am Sonntag eine ganz starke erste Runde hingelegt hat. Das ist Julia Djuma aus der Ukraine, 24 Jahre jung, Staffel-Olympiasiegerin von Sochi. Sie mit ihrem ersten Start in die neue Saison, wurde am Sonntag noch geschont, soll sich ganz konzentrieren auf die 15 Kilometer und auf den Sprint und die Verfolgung, die hier dann noch folgen. Das ist die erste aus dem Gastgeberland. Elisabeth Höckberg lebt und trainiert hier in Östersund und hat den meisten Athletinnen einen Gefallen getan, ist hier nämlich in den Tagen vor dem Wettbewerb mit einer Kamera auf dem Kopf herumgelaufen und hat ein Video gedreht, damit sich jeder schon mal einen Eindruck machen kann von den Strecken, von den Anstiegen, von den Abfahrten hier in Östersund. Viele sagen, das sind vielleicht sogar die kompliziertesten, die anspruchsvollsten Strecken des gesamten Weltcups. Dazu kommen wir sicherlich im Verlauf der Übertragung, können uns näher anschauen, wie steil es wirklich ist und wie weit es bergab geht. Mit der Neuen, das war kurz Jana Romanova, währenddessen wir rübergehen zu Kadri Lechtla aus Estland. Der höchste Berg Estlands übrigens ist 300 Meter hoch. Die Strecken hier zwischen 360 und 390 Metern. Auch für Estland beginnt ein neuer Olympiazyklus. Neues Team wird aufgebaut. Highlight soll dann Olympia 2018 werden. Da wollen sie tatsächlich Top-10-Plätze anstreben. Das gilt natürlich auch für unsere Mannschaft. 6 aus deutschen Landen sind hier mit am Start. Als erste gleich um 17.19 Uhr Franziska Hildebrand an der Reihe. Trägt die Startnummer 8. Dann Franziska Preuß mit der 26. Vanessa Hinz. Luise Kummer, 21 Jahre jung, dann Miriam Gössner mit 24 schon die zweitälteste in Anführung. Und als letzte geht Caroline Heuchler mit Startnummer 93 heute auf die Strecke. Und da haben wir auch schon die erste, Franziska Hildebrand, 27 Jahre jung und damit sage und schreibe jetzt die erfahrenste, die älteste im deutschen Team. Sie noch ein paar Lenze älter, hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Eva Tovalvi. Die Rumänin wird heute 36. Ihr gelang Historisches. Ihr gelang der bislang erste und einzige Biathlon-Sieg im Weltcup für Rumänien. Das war vor 6 Jahren, auch über 15 Kilometer, damals im österreichischen Hochfilzen. Startnummer 9, immer wieder gezeigt von der Regie, Jana Romanova. Die erste Russin heute ist aber Daria Virolainen, war nicht in der Mixstaffel unterwegs, hat im Vorjahr zum ersten Mal auf sich aufmerksam gemacht im Weltcup. Rang 2 im Sprint von Pokljuka belegt, das war ein echter Paukenschlag und eine Empfehlung, sie in diesem Jahr von Beginn an im Weltcup einzusetzen. So, los geht's. Die erste Deutsche in einem Einzelrennen. Franziska Hildebrand, drücken wir ihr die Daumen. Wir wissen, vor 3 Jahren hat sie hier ihr Weltcup-Debüt bestritten. Das war auch ein 15-Kilometer-Wettbewerb, der endete mit Rang 6. Klasse Leistung damals, nur ein Schießfehler. Wenn sie heute wieder in diesem Bereich vorlaufen könnte, dann wäre das sicherlich schon eine richtig gute Leistung. Den ersten Erfolg des jungen Winters hat sie ja schon eingefahren, war mit in der deutschen Mixstaffel, die am Sonntag hier Dritte wurde. Startnummer 12, Nadezhda Skardino, eine erfolgreiche Weißrussin, zu der kommen wir gleich. Aber jetzt, die wurde von der Regie hier schon einige Male angepriesen, Jana Romanova, lief in der olympischen Silberstaffel Russlands vor weniger als einem Jahr im russischen Sochi. Und das ist Kaisa Mäkäräinen. Auf dem Weg zu neuen Höhenflügen, die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in ihrer Heimat.
die Weltcup-Gesamtsiegerin der letzten Saison. Und wir werfen mal einen ersten Blick raus auf die Strecke. Das ist Karin Oberhofer, ungewohnter roter Laufanzug. Da gab es einige Wechsel, da gibt es ein paar Dinge, an die wir uns erst gewöhnen müssen. Italien jetzt also in Rot. Karin Oberhofer, schon in der letzten Saison sehr, sehr stark. Nicht zuletzt bei Olympia, als sie Vierte wurde im Sprint, nur hauchdünn an einer olympischen Einzelmedaille vorbeilief. Da hat sie sich noch einmal deutlich in der Weltklasse angemeldet. Und auch danach ging es so weiter, zum Beispiel mit der Bronzemedaille in der italienischen Mixstaffel. War hier am Sonntag eingesetzt auf Runde 1, wieder in der Mixstaffel. Damals in Sochi Rang 3, am Sonntag Rang 5. Also die Italienerinnen und Italiener haben gezeigt, sie wollen da wieder anknüpfen, wo sie im letzten Winter aufgehört haben. Diese erste Zwischenzeit hier merken wir uns. 5:11, die Vergleichszeiten kommen gleich. Tja, Nadeshka Scardino, Bronzemedaillengewinnerin bei Olympia auf dieser Strecke, auf den 15 Kilometern. Weitere starke Weißrussin neben der großen Überfliegerin von Sochi, Daria Domracheva. Und da haben wir Kajsa Mäkäräinen, die Weltcup-Gesamtsiegerin. Im letzten Jahr schon zum zweiten Mal Triumphatorin einer Gesamtwertung. Deshalb darf sie hier im gelben Trikot antreten. Ist guter Dinge. Kann sie auch die Weltmeisterschaften im nächsten Jahr dann in dieser Saison in Kontiolahti. Da will sie groß auftrumpfen und bis dahin möchte sie, wenn irgend geht, ihr gelbes Trikot verteidigen. Kajsa Mäkäräinen, mittlerweile 31 Jahre alt. Und der Blick raus auf die Strecke zu Elisabeth Höckberg, die eben diese aus dem FF kennt. Wie vorhin erwähnt, ist nicht nur mit der Helmkamera hier herumgelaufen, sondern natürlich etliche Male hier im Training. Schweden benutzt Östersund und seine Strecken natürlich fast immer auch zu Trainingslagern. Das ist Rosanna Crawford. Großes Ausrufezeichen, die Kanadierin. Bärenstark am letzten Sonntag in der Mixstaffel. Auf der ersten Runde eingesetzt und dort 20 Sekunden schneller als Franziska Hildebrand zum Beispiel. Also auf sie müssen wir achten. Und dies hier ist quasi ein Comeback. Das ist Thea Gregorin. Die wollte eigentlich aufhören, hat sich in ihr Häuschen am Mittelmeer zurückgezogen, hat einen Monat lang gar nichts von sich hören lassen und im zweiten dann gesagt, Mensch, irgendwas fehlt mir, ich komme doch wieder zurück in diesen Biathlon-Trubel. Also Thea Gregorin mit dabei und Marine Bollier hat 3 Sekunden Rückstand auf Karin Oberhofer bei Kilometer 1,5. Die Strecken sind wirklich bestens präpariert. Die Temperaturen, wir haben es vorhin gehört, am Tag hier zwischen 7 und 8 Grad. Das ist natürlich schwierig, wenn der Schnee bzw. das Wasser hier die Berge runterläuft. Und das ist Daria Domracheva, die sich in Sochi endgültig ins Geschichtsbuch des Biathlonsports eingeschrieben hat. Die erfolgreichste Olympiateilnehmerin aller Zeiten mit 3-mal Gold. Noch eine Daria. Nachname Usanova, sie kommt allerdings aus Kasachstan. Ende der letzten Saison mit einem kleinen Achtungserfolg. Zum ersten Mal unter den besten 20 beim Sprint von Oslo. Ja, das ist Veronika Vítková, die vor 2 Jahren zum allerersten Mal in ihrer Karriere auf einem Siegerpodest stand. Im letzten Jahr munter mitmischte in der Weltklasse bei Olympia. Silber gewann mit der tschechischen Mixstaffel. Aber wir wollen rausschauen auf die Strecke zu Franziska Hildebrand, die noch mal richtig viel gearbeitet hat an ihrem Laufstil, den Kniewinkel ein bisschen verändert hat, den Tempowechsel trainiert hat, um besser auf verschiedene Attacken oder Manöver in Wettbewerben eingehen zu können. Jetzt aber erst einmal Bühne frei zum ersten Schuss eines Einzelwettbewerbes für Frauen in diesem Biathlon-Winter. Karin Oberhofer, Liegenschießen, die Entfernung, na klar, ist geblieben, 50 Meter, 4,5 Zentimeter Scheibendurchmesser.
Ja, und auch gleich die erste fehlerfreie Serie, die hier geschossen wird. Die Bedingungen heute deutlich einfacher als gestern bei den Herren. Es weht ein leichter Wind von links herein. Das war auch schon vor einer Stunde beim Anschießen so. Insofern konnten sich die Biathletinnen exakt auf diese Verhältnisse einstimmen. Und das ist Franziska Preuß. 20 Jahre alt. Wird gleich mit der 26 an der Reihe sein. Bekommt nochmal die besten Wünsche mit auf den Weg von Teamarzt Dr. Jan Wüstenfeld, auch ein ehemaliger Biathlet. Und wir sehen Julia Dzyma, das vielleicht größte Talent im Team der Ukraine. Im letzten Jahr zum ersten Mal auf dem Siegertreppchen und auch wie die Italienerin Oberhofer mit einer fehlerfreien Serie. Elisabeth Höckberg, mittlerweile die erfahrenste im schwedischen Team mit ihren 28 Jahren. Und das ein guter alter Bekannter, Matthias Nilsson. Noch vor 2 Jahren hier als Aktiver bei den Männern unterwegs. Jetzt am Fernglas der schwedischen Mannschaft. Anna-Karin Strömstedt, eine starke Schwedin, hat ihre Karriere beendet. Das gilt für viele andere, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber hier Kaisa Mäkeräinen. Schauen Sie, grün unterlegt, 19,6 Sekunden der Vorsprung. Sie war am Sonntag in der Mixstaffel hier die zweitschnellste hinter der Überfliegerin Daria Domracheva und beginnt schon wieder wie die finnische Feuerwehr. So, die Opta-Einrichtung für all diejenigen, die ein paar erklärende Worte gebrauchen können nach der langen Wettkampfpause, hat keinerlei vergrößernde Wirkung, also keinerlei Lupeneffekt. Man kann ein bisschen die Visierlinie verstellen, das hat Marine Bollier gemacht, indem sie oben an die Opta gedreht hat, allerdings nur minimal. Und sie schießt hier den ersten Fehler der frischen Saison. Marine Bollier, auch in diesem Team gab es einen deftigen Umbruch. Marie-Laure Brunet hat ihre Karriere beendet. Marie Durin ist gerade auf Babypause. Und das ist Gabriela Sokolova. Rotes Trikot bedeutet, sie war im letzten Winter die Beste auf dieser Strecke, auf den 15 Kilometern. Trainiert nach wie vor mit den Männern. Allerdings, Stichwort Training, sagen einige, das hat sie ein bisschen vernachlässigt im letzten Sommer, im letzten Herbst. Da gab es viel zu viele Termine, viel zu viele Sachen, die auf sie hereingeprasselt sind nach ihren Erfolgen, auch bei Olympia in Sochi. Schauen wir mal, wie sie dieses geringere Training weggesteckt hat. Wir kümmern uns am Start um Franziska Preuß. Das war rechts oben im Kästchen. Und beim Schießen, das ist Daria Virolainen, 25 Jahre alt, die Russin. Die zum ersten Mal in einer Weltcup-Saison vom ersten Wettkampf an ran darf. Und jetzt die erste Deutsche heute am Schießstand. Franziska Hildebrandt. Ganz sichere Schützin. Ja, tolle erste Serie. Sie wissen natürlich, bei diesen 15 Kilometern, da zählt es im Grunde genommen doppelt. Wenn man eine Scheibe verfehlt, gibt es direkt pro Fehler eine Strafminute drauf. Insofern gut, dass diese erste Serie erstmal komplett auf den frisch lackierten schwarzen Scheiben landete. Und zwar innerhalb der gültigen Trefferflächen. Dieser innere, tiefer ausgeschnittene Ring, das sind die 45 mm, die es zu treffen gilt. Hat am Sonntag zwar auch schon eine Mixstaffel in den Beinen, einmal 6 Kilometer. Das ist ein schöner Rücken, der kann auch entzücken von Gerald Hönig, einem der beiden deutschen Trainer. Gerald Hönig, 56 Jahre alt, hatte auch im letzten Jahr schon die Verantwortung. In diesem Jahr bildet er ein Duett mit Tobias Reiter. Ganze 29 Jahre jung, der draußen auf der Strecke ist, am zweiten Anstieg, am höchsten Punkt der Strecke und dort die Ergebnisse des Schießens bzw. die Korrekturen weitergibt. Katharina Innerhofer. Ja,
hat in der letzten Saison für einen der Paukenschläge überhaupt gesorgt, denn sie gewannen zum ersten Mal ein Weltcuprennen, war Sprinterste in Pokljuka, den ersten Sieg ihrer Karriere überhaupt hat sie da eingefahren und hat hier mit null Fehlern begonnen und das ist Nadiezhda Skardino. Letzten Jahr zweimal auf dem Podium im Weltcup und einmal, als es dann richtig drauf ankam bei Olympia, da holte sie Bronze auf diesen 15 Kilometer. Nach oben, das ist Kajsa Mäkerainen. Schauen Sie mal, die ist 30 Sekunden nach Skardino gestartet und hat sie jetzt schon ein. Donnerwetter! Super erste Runde von Kajsa Mäkerainen, gekrönt durch ein fehlerfreies Schießen. Das hat auch Nadiezhda Skardino geschafft. Und schon hat die Finnin 30 Sekunden gut gemacht und nicht auf irgendwen, sondern auf eben angesprochene Medaillengewinnerin von Sochi. Kajsa Mäkerainen möchte natürlich ihre Topform dann Anfang des nächsten Jahres in ihrer Heimat zur Hand haben. Aber sie möchte, wie vorhin angedeutet, zum dritten Mal in ihrer Karriere auch das gelbe Trikot gewinnen. Vielleicht ja zum letzten Mal, vielleicht hört sie noch diese Saison auf, das hat sie noch offen gelassen. Zwischenstand nach diesem ersten Schießen. Kajsa Mäkerainen also deutlich voraus. 25,6 Sekunden dahinter. Fehlerfrei geblieben. Franziska Hildebrand im Moment auf Platz 4. Nochmal der Blick auf Kajsa Mäkerainen. Ein bisschen Wind geht. Den hat sie perfekt beherrscht. Trainiert über den Sommer fast immer allein und auch sehr gern. Wird zu Hause unterstützt von Jarmo Punkinen, vor allen Dingen allerdings in Sachen Lauftechnik. Das Schießen macht sie gern allein. Start Nummer 16, das ist die von Elise Ringen, der Norwegerin. Da gibt es natürlich den größten Aderlass zu beklagen. Es ist die Saison 1 nach Tora Berger. Jetzt müssen die anderen in die Bütt. Vor allen Dingen Tirin Eckhoff, aber auch Elise Ringen, Synnøve Solemdahl oder Fanny Welle Strandhorn sind gefolgt. Ein Fehler wird sofort eine Minute addiert. Und das erscheint auch dann direkt in der Grafik, haben Sie selbst mitverfolgen können. Kajsa Mäkerainen also links unten die Führende. Karin Oberhofer ist Dritte und 4 Sekunden dahinter im Moment Franziska Hildebrand. Ja, die junge Kasachin hat das gut gemacht bis zum letzten Schuss. Dann kam dann der erste Fehler und wir sind bei Veronika Vítková. In ein paar Tagen wird sie 26, will hier von Beginn an mitmischen. Andrej Rybar, der Mann, der sich um die Männer kümmert. Und Zdeněk Vítek, ein neuer Mann bei den Frauen am Fernglas. Vielleicht kennt der eine oder andere von ihm zu Hause den noch als Aktiven. Hat direkt nach seiner Karriere den Trainerschein gemacht und betreut jetzt die tschechischen Frauen. Zdeněk Vítek also. So, und jetzt bekommen wir einen Fingerzeig, was die Zeit von Kajsa Mäkerainen wert ist. Denn Daria Domracheva kommt, neuer Laufanzug des Teams aus Weißrussland. Daran müssen wir uns und werden wir uns natürlich gewöhnen. Daria Domracheva, die erfolgreichste Olympia-Biathletin aller Zeiten. Dreimal Gold, unter anderem auch auf dieser heutigen Strecke auf den 15 Kilometern. Ist mittlerweile zum zweiten Mal beim Schießen. Karin Oberhofer schießt stehend rechts oben und Daria Domracheva beginnt jetzt. Und das ist fantastisch. Das ist eine richtig gute erste Serie nach dieser Laufzeit und sie wird die Vorgabe von Kajsa Mäkerainen noch unterbieten. Am Sonntag 25 Sekunden schneller als die zweitschnellste. Und das war auch dort schon die Finnin. Heute hat sie
nach den ersten 3 Kilometern und dem ersten Schießen einen Vorsprung von 6,3 Sekunden. Und das ist ihr neuer Trainer, ein Österreicher, Alfred Eder. Seit dem Sommer hat er die Verantwortung, ist Nachfolger von Klaus Siebert, der 6 Jahre lang der Coach der weißrussischen Mannschaft war, der aus krankheitsbedingten Gründen seinen Job an den Nagel gehängt hat, dem wir viel Kraft wünschen und viele Grüße rüber nach Altenberg schicken. Währenddessen wir die erste glänzende Serie von Tiril Eckhoff gesehen haben, das ist die Nummer 1 jetzt im Team Norwegen. Und das hat sie hier eindrucksvoll untermauert. Und wir sehen die neue, die nächste Deutsche mit der 41, das ist Vanessa Hinz. Es geht jetzt hin und her im schnellen Wechsel der Ereignisse. 22 Jahre alt, mit Startnummer 41 jetzt also unterwegs. Damit sind jetzt 3 Deutsche auf der Strecke. Elisabeth Höckberg ist mit Startnummer 3 gestartet als erste der Schwedinnen. Das Nilsson und irgendwo auf der Strecke übrigens auch Wolfgang Pichler wieder mit einer schwedischen Jacke unterwegs. Der ist hier der Mentor, so nennt er sich. Bekommt die Trainingspläne sowohl von den Männern als auch von den Frauen. Schaut immer mal drüber und sagt, das ist in Ordnung, das könnt ihr so machen. Das muss ein bisschen geändert werden. Hat hier einen Vertrag bekommen von den Schweden bis zur Weltmeisterschaft 2019. So, und jetzt schauen wir auf Gabriela Sokalova. Olympiasilber im Massenstart. Olympiasilber mit der Mixed-Staffel. Hat im Sommer ein bisschen geschwächelt. Und auch bei den ersten beiden Schüssen hier. Die Streuung doch ganz gewaltig. Die Schüsse 2 und 3 links daneben. Der war auf dem Rand. Und eine Serie zum Abgewöhnen, eine Serie zum in den Schnee fallen. Gabriela Sokalova beginnt genau wie Martin Foucault gestern mit 4 Fehlern und fast alle landeten sie auf dem Rand. Es ist zum Verzweifeln, damit ist für sie, siehe Körpersprache, dieses Rennen fast schon gelaufen. Und wir schauen auf Franziska Preuß. 30 Sekunden hinter der Tschechin gestartet. Sie beginnt mit einem Fehler, schaut noch mal kurz, korrigiert aber nichts an die Opta. Haben auf den Wind geschaut, der ist in etwa so wie vorhin. Also vielleicht ein Flüchtigkeitsfehler, dieser erste. Da ist ein bisschen zu schnell geschossen. Denn genau das ist noch ihre große Schwäche, sagen die Trainer. Dieses etwas flüchtige, zu schnelle Schießen. Franziska Hildebrandt. Auch sie jetzt mit dem ersten Fehler. Oh, pumpt nochmal durch. 4, 5 Mal abgeatmet. Anschlag neu aufgebaut und es hat sich gelohnt. Und das lohnt sich bei diesen 15-Kilometer-Wettbewerben natürlich umso mehr. Wegen der angesprochenen Strafminute, die es für jeden Fehler gibt. Wird jetzt ein bisschen zurückfallen. Franziska Hildebrandt, die nach dem ersten Schießen immer noch auf Rang 7 geführt wird. Hier sind erst wenige durch, deshalb virtuell weiter vorn auf Rang 2. Aber wenn dann alle durch sind, die jetzt beim Liegenschießen durch sind, dann wird sie sicherlich ein bisschen Boden einbüßen. So, die Kameras suchen die Startnummer 10. Die gehört Anaïs Chevalier, einer jungen 21-jährigen Französin. Schon allein, dass sie nominiert war für die französische Mixed-Staffel, die hier am Sonntag gewann, ist ein Indiz dafür, sie ist eine feste Größe im französischen Frauenteam in diesem Jahr. 1-0 steht, die für das Liegenschießen. Jetzt hat sie ein kleines gelbes Pünktchen da in der Grafik und noch ein zweites. Das heißt, das sind schon mal 2 Fehler. Und rechts oben, sie scheint geflogen zu sein, schon wieder Kaiser Meckereine da. 1,5 Minuten nach Chevalier gestartet. Mal mit einem Olympia-Zweiten im
Kleinkaliber 3 Stellungskampf zusammengearbeitet, was das Schießen anbelangt. Versucht immer neue Reize zu setzen, neue Herausforderungen anzunehmen. Dennoch der Fehler bei Leckereinen und Scardino, die in der Spur noch ein bisschen was verloren hat auf die Finnen. Versucht das jetzt wettzumachen, indem sie fehlerfrei bleibt. Ja, ist gelungen und das Alfred Eder, der das Team im Sommer schon mal zusammengerufen hat, ins Olympiazentrum nach Salzburg rief. Dort unterzogen sich die weißrussischen Damen einer Schießdiagnostik. Also noch einmal verstärktes Augenmerk auf das sichere Schießen. Scardino 2x0, führende jetzt mit knapp 6 Sekunden Vorsprung. Neues strahlendes Gesicht im deutschen Team, Luise Kummer. Zuletzt in Beitostölen mit 2 furiosen Leistungen im IBU Cup, also in der zweiten Liga der Biathletinnen. Da hat sie ihre Fahrkarte gewonnen nach Östersund und heute also steht sie vor ihrem zweiten Weltcup-Einsatz überhaupt. Startnummer 22, die trägt Tiril Eckhoff und die wird in diesem Jahr ganz bestimmt ein Wörtchen mitreden im Kampf um die vorderen Plätze. Hier der Stand, der vorläufige nach dem zweiten Schießen. Kaisa Mäkäräinen fast eine Minute schneller in der Spur als die Weißrussin Scardino. Hat sich aber einen Fehler geleistet und liegt deshalb etwas zurück. Dass Daria Domracheva noch einmal mit einer Studie vom Liegenschießen und ihre Mannschaftskameradin Scardino. Bislang die weißrussischen Frauen noch ohne Fehler am heutigen Tag. Elise Ringen. Vor ein paar Tagen Geburtstag gefeiert, ist 25 geworden. Sucht nach dem Anschluss zur absoluten Weltspitze, hat ihn allerdings noch nicht gefunden im letzten Jahr. Beste Platzierung, mal ein 13. Rang. Das hier ist eine echte Weltklasseathletin, Veronika Vítková. Setzt sich jetzt hier einen Fehler, war im letzten Jahr Weltcup 9. der Gesamtwertung. Zdeněk Vítek, selbst noch Lernender am Fernglas. Der ehemalige Athlet, der noch vor 2 Jahren mit tschechischen Staffeln und in Einzelrennen unterwegs war. So, 16 Sekunden Rückstand jetzt von Vítková auf Nadezhda Scardino. Also auch deutlich schneller unterwegs als die Weißrussin in der Spur. Stichwort Weißrussin, da kommt Daria Domracheva. Nach ihren 3 Goldenen von Sochi als Heldin Weißrusslands ausgezeichnet worden. Das ist die höchste Auszeichnung des weißrussischen Staates. Das kennen wir schon aus dem vergangenen Jahr. Beim Stehenschießen beginnt sie in der Mitte, schießt dann nach links. Dann aus der Mitte heraus nach rechts und alles wie gehabt, als wenn da kleine Magnete vorne sind, die ihre Projektile anziehen. Rechts oben, das ist Susan Dunkley, die Amerikanerin, die sich hier leider schon aus dem Wettbewerb schießt. Mit ihren 2 Fehlern und deutlich, deutlich der Vorsprung von Daria Domracheva. 1,18 fast auf die Zweitplatzierte, das ist ihre Mannschaftskameradin Nadezhda Scardino. So, die nächste Französin mit der 39, Sophie Boyer. Auch noch eine der Jüngeren, 24. Noch ein bisschen jünger. Vorhin haben wir sie schon mal in der Vorbereitung gezeigt. In sich selbst ruhend, Luise Kummer, 21 Jahre alt. Aus Geschwenda in der Nähe von Oberhof. Ende der letzten Saison in Oslo, da durfte sie ihr Weltcup-Debüt geben. Da wurde sie 82. im Sprint. Dieses Mal darf sie von Beginn an ran, dank ihrer beiden Klasse-Resultate aus den beiden Sprints vom norwegischen Beitostölen im IBU Cup am letzten Wochenende. Tiril Eckhoff. Bronze im Massenstart in Sochi.
Bronze in der Staffel, Gold mit der Mixstaffel. Drei Medaillen dort und hier einwandfreie Leistung. Und das ist ihr neuer Coach und gleichzeitig ihr Bruder. Das ist Stian Eckhoff, vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt als ehemaliger Athlet. Es gab einen Wechsel an der Spitze der norwegischen Trainer. Stian Eckhoff und Tiril Eckhoff jetzt also im Training vereint. Wurde mit allen abgesprochen und für gut befunden, dass das so gehandhabt wird. Kaiser Merkereinen hier mit der deutlichen Bestzeit, aber wie wir wissen, beim Stehenschießen mit einem Rückstand von 1,24 auf Domracek. Vanessa Hinz. Wirkte sehr, sehr konzentriert heute beim Anschießen. Das hat sie bis hierher wunderbar rübergebracht. Ja, auch für sie eine erste gute Serie. Das ist so wichtig. Vanessa Hinz. Seit dem Sommer trainiert sie bei Tobias Reiter, dem zweiten Trainer hier auch in der Nationalmannschaft in Ruppolding. Hat sich seit September noch mal richtig gesteigert. Sagen die beiden übereinstimmend, Tobias Reiter und Gerald Hönig. Und hat das hier beim ersten Schießen auch wunderbar gezeigt. Die Bedingungen heute sind allerdings auch dazu angetan, dass man mit sehr, sehr wenig Fehlern auskommen muss, wenn man weit vorn mitmischen möchte. Mit der 2, das war schon wieder Julia Djuma. Also die ersten schon wieder am Schießstand, haben schon ihre dritte Schießanlage hinter sich. Und Djuma, die hier ins Bild kommt, geht jetzt in Führung. Knapp vor Elisabeth Höchberg, der Schwedin, die da gerade durchmischte. So, das ist Miriam Gössner. Immer ein Lächeln auf dem Gesicht, so wie wir sie von früher kennen. Früher, das heißt, als sie das letzte Mal im Weltcup unterwegs war. Große Wundertüte, sagen die Trainer. Da ist alles drin. Bernhard Kröll, ihr Heimtrainer, sagt, sie hat fabelhaft trainiert. Sie ist schon wieder auf einem erstaunlichen Level, 7 Monate nach dem letzten Wettbewerb. Was dieser dann bringt, das sehen wir gleich. Eine weitere richtig gute Schützin aus dem Team Tschechien, Jitka Landová. Hat das klasse gemacht. Vítková haben wir gesehen. Und auch die 4 Fehler von Gabriela Sokalova. Hier links mit der 45, das ist Jitka Landová. Das ist Franziska Hillebrand. Auch schon wieder zum dritten Mal an den Scheiben. Jetzt die Älteste nach dem Karriereende von Andrea Enkel. Ja, das Liegenschießen, ihre absolute Schokoladendisziplin. 2x0 Fehler heute, einen Fehler im Stehenschießen bis hierher. Wenn es bei diesem einen bliebe, dann wäre das eine echt starke Basis für ein richtig gutes Einstiegsresultat in den Weltcup-Winter 2014-2015. So, ab geht's. Miriam Gössner ist unterwegs. Franziska Preuß hat zum zweiten Mal geschossen. 0 Fehler. Erfreuliche Kunde also aus deutschen Landen vom Schießstand. Wir sehen Jana Romanova und sehen rechts unten. Die Russin Virolainen ist Dritte. Djuma ist Zweite und ganz links, erfreulich, Franziska Hildebrand hat die Führung übernommen nach diesem dritten Schießen. Daran kann auch Jana Romanova nichts ändern, die insgesamt genauso wie Franzi Hildebrand einen Fehler geschossen hat. Konzentriert die ersten beiden Schüsse, dann aber doch der erste Fehler auch im Liegenanschlag für Kaiser Merkereinen am heutigen Tag. Ihr Zweiter insgesamt. Das ist zu viel, will sie Daria Domracheva Paroli bieten. Und das ist eine der besten Schützinnen des Feldes. Das ist Valentina Semerenko, Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen von Sochi mit der Staffel der Ukraine. Und 2x0 hier schon geschossen. Hat im Sommer eigentlich darüber nachgedacht, mal ein Jahr Pause zu machen, ein Jahr auszulassen. Hat sich dann doch noch mal umentschieden. Ihre Schwester Vita allerdings, die muss
zwangsweise ein Jahr auslassen. Die hatten Bandscheibenvorfall. Also so unterschiedlich kann es sein. Valentina Simarenko jetzt Dritte nach dem zweiten Schießen. Es ist jetzt schwierig, die Orientierung, die Übersicht zu behalten. Wir sind und bleiben beim dritten Schießen mit Nadezhda Skardino. Schauen Sie auf die Vergleichszeit. Das tut auch Alfred Eder. Das ist die neue Spitzenreiterin, Nadezhda Skardino. Ein gutes Schießen belässt sie an der Spitze vor Kajsa Mäkäräinen und Franziska Hillebrand. Franziska Hillebrand übrigens nur 9 Sekunden hinter der Finnin. Das ist sehr stark. Apropos Finnin, das ist die nächste. Das ist Mari Laukkanen, die im letzten Jahr in ihrer Heimat zum ersten Mal in ihrer Karriere auf dem Siegerpodest landete, als Dritte im Sprint. In jenem Sprint, den ihre Mannschaftskameradin Kajsa Mäkäräinen dominierte. Also sie jetzt beim zweiten Schießen unterwegs. Da führt Daria Domracheva passend dazu die Übersicht von der Grafik. Die ersten vier hier mit 0 Fehlern. Tirol Eckhoff ist der Zweite und Franziska Hillebrand bei diesem zweiten Schießen momentan auf Rang 11. So, Veronika Vítková nähert sich. Dann ist auch Daria Domracheva nicht mehr fern. Und auch Tirol Eckhoff wird demnächst um die Ecke biegen. Aber erst einmal Ehre wird Ehre gebührt. Schauen wir auf das Schießen der Tschechin Veronika Vítková. Klasse Zwischenzeit. Bliebe sie hier fehlerfrei, könnte sie Skardino angreifen. Aber der ging rechts oben weg. Wir sind wieder beim Liegenschießen, also die kleinere Trefferfläche, der innere Durchmesser, diese 4,5 cm. 3 Fehler jetzt gesamt. Das heißt also, Vítková bekommt 3 Minuten insgesamt schon mal draufgebrummt auf ihre Laufzeit. Das ist eine Bürde, die man nicht so leicht abschütteln kann. Daria Domracheva. Unglaublich, noch keine 27 Minuten rum und sie liegt schon wieder da und nimmt zum dritten Mal die Scheiben ins Visier. Erster Fehler jetzt, 15 Schüsse sind absolviert. Daria Domracheva bekommt 1 Minute drauf und bleibt dennoch einsam und allein in der führenden Position vor ihrer Mannschaftskameradin Nadezhda Skardino. Also weißrussische Doppelführung nach dem dritten Schießen. Und es nähert sich der 26 Franziska Preuß. Links am Bildrand und rechts mit der 8, das ist Franziska Hildebrand. Die eine 20, die andere 27. Und ganz hinten mit der 66, da kommt Miriam Gössner. Aber stark bis hierher, Franziska Hillebrand, also wirklich Kompliment. Miriam Gössner in ihrem Metier, das ist das, was sie schon immer konnte. Laufen wie der Wind. Miriam Gössner, die schon vor ihrer Biathlon-Karriere Langlaufmedaillen gewann. Vize-Weltmeisterin war 2009 mit der deutschen Langlaufstaffel und auch bei Olympia 2010 Silber gewann mit einer deutschen Langlaufstaffel. Sophie Bourrier, zweimal angelegt, zweimal alles getroffen, fehlerfrei. Die halbe Miete ist drin bei der Französin und wir sind wieder bei deutschen Farben, nämlich bei Luise Kummer. Ja, und das ist ein richtig, richtig guter Einstand für Luise Kummer in ihrem zweiten Weltcuprennen überhaupt. Kann man sich überhaupt gar nicht reinversetzen, was für ein Druck da auf den jungen Mädels lastet. Und das ist Tirol Eckhoff. Und jetzt hat es auch sie erwischt. 2 Fehler, die ersten beiden. Stian Eckhoff, ihr Bruder Tirol Eckhoff. 3 Medaillen hat sie mitgebracht aus Sochi von den Olympischen Winterspielen. Und sie ist jetzt ganz klar die Nachfolgerin, die Teamleaderin, die Anführerin
bei den Norwegerinnen nach dem Rücktritt von Tora Berger. Valentina Semerenko. Ein Zwilling allein unterwegs, wie eben erwähnt, Vita nicht dabei, muss vielleicht sogar das ganze Jahr sausen lassen mit ihrem Bandscheibenvorfall. Aber Valentina Semerenko hat große Ziele, möchte attackieren im Gesamtweltcup. Und wir sehen Vanessa Hinz, eine Umsteigerin übrigens vom Langlauf. Vor 2 Jahren machte sie einen Schnupperkurs bei Rico Groß damals, hat Gefallen gefunden am Zweikampf. Und dennoch ist das Schießen natürlich nach wie vor ihre Schwäche. Und hier gleich 3 Fehler. Schade drum für Vanessa Hinz, die sehr am Schießen gearbeitet hat. Besonders am Stehendanschlag hat sie gefeilt. So hat sie erzählt. Das war am heutigen ersten noch nicht wirklich zu erkennen. So, es geht naturgemäß in diesem 15-Kilometer-Rennen sehr viel hin und her. Elisabeth Höckberg ist schon beim 4. und letzten Schießen. Währenddessen viele, viele noch gar nicht gestartet sind. So, Schießbilanz muss man sagen, wirklich gut. Nur ein einziger Fehler bei 20 Schüssen, das kann sich sehen lassen. Sie kann hier noch die weiße Weste behalten. Julia Dzyma, die junge Ukrainerin, die Staffel-Olympiasiegerin, die im letzten Jahr zum ersten Mal in ihrer Karriere auch auf dem Weltcup-Podium landete. Ein Fehler, das ist in Ordnung. Elisabeth Höckberg ebenfalls mit einem Fehler an der Spitze. Und diese Zeit wird Julia Dzyma nicht schaffen. Karin Oberhofer, die Italienerin mit insgesamt 4 Fehlern, jetzt auf Rang 3 zurückgefallen. Auch die Ukraine hat eine wichtige Biathletin gehen lassen müssen, währenddessen wir hier einen Sturz sehen der Schweizerin Irine Fanny Welle-Strandhorn. Die Norwegerin war es mit der 27. Von der die norwegischen Trainer sagen, sie muss mehr Verantwortung übernehmen. Sie soll hinter Tiril Eckhoff vielleicht die Lücke schließen. Und jetzt Daumen drücken für das 4. und letzte Schießen von Franziska Hildebrand. Noch eine Null und sie mischt heute ganz vorn mit. Ja, schade drum. Beim Stehenschießen insgesamt mit 2 Fehlern. Franziska Hildebrand ein akzeptables, aber eben kein sehr gutes Schießergebnis. Und das ist Daria Virolainen, die könnte es auf genau das Gleiche bringen. Da läuft noch ein weiterer Fehler, also 3 am Ende insgesamt für die Russin. Währenddessen Franziska Hildebrand unterwegs ist in Richtung Zwischenzeit. Und sie ist jetzt 2. mit 1 Sekunde Rückstand auf die Schwedin Elisabeth Höckberg. Ist also in der Spur ungefähr 1 Minute schneller gewesen. Denn sie hat sich einen Fehler mehr geleistet. So, parallel wurde geschossen. Leider keine so guten Nachrichten. Franziska Preuß mit 1 Fehler und Miriam Gössner bei ihrem ersten Schießen 2 Fehler. Wir schauen auf Kajsa Mäkeräinen, die immer noch mit einer unglaublich guten Zeit hier unterwegs ist, trotz der beiden Schießfehler, die sie schon hat. Ja, es bleibt bei 2 Fehlern und da weiß man bei Kajsa Mäkeräinen, das ist podiumsverdächtig. Sie macht da weiter, wo sie Sonntag aufgehört hat, mit einer fantastischen Laufleistung. Und Jana Romanova hat hier offenbar einen Sturz hinter sich, denn die ganze Waffe, das Schloss, der Verschluss ist da voller Schnee und voller Eis. Und das ist nicht ganz ungefährlich, was sie da macht, mit dem Gewehr hantieren. Aber es ist regelkonform. Sie steht auf der Matte und hat den Lauf in Richtung Scheiben. Sicherheit geht vor beim Schießen. Und natürlich ist ihr offenbar das Gewehr richtig feste weggefallen, denn auch das Magazin ist raus. Wenn sie die Hand hebt, kann sie Hilfe bekommen. Hat sie auch, bekommt hier einen Schraubenzieher, um ein bisschen nachzuhelfen, das Eis rauszumachen. Währenddessen Valentina Semerenko schon wieder fehlerfrei geschossen hat, ist Jana Romanova hier echt zu bemitleiden. Schade drum, lag richtig gut im Wettbewerb. Und jetzt schauen wir mal, ob die Waffe
einen Schlag abbekommen hat oder ob sie jetzt tatsächlich treffen kann. Währenddessen, wie gesagt, Zemerenko fehlerfrei und oben dann Jeszcze Skardino auf dem Weg zu einer fantastischen Leistung. Skardino, die immer noch Dritte ist nach dem dritten Schießen. Und sie kann hier die Null schaffen, die Weißrussin oben. Und Romanova, tiefe Verbeugung, hat diese Null geschafft und das trotz des Malheurs. Und Skardino geht hier mit einem Fehler raus. Das heißt also deutlich hinter Kaisa Mäkäräinen. Die Ereignisse überstürzen sich jetzt so ein kleines bisschen und wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit, um Ihnen auch die letzte Deutsche ein bisschen näher vorzustellen. Schauen ins Gesicht von Caroline Horchler, 25 Jahre alt und Sie tatsächlich für Ihren allerersten Weltcup-Einsatz heute. So, Rosanna Crawford hatten wir ein bisschen aus den Augen verloren. Ist mit einem Fehler jetzt wieder in den Fokus der Kameras und der Regie geraten. Dann liegt sie damit sehr gut im Wettbewerb, beziehungsweise Präteritum lag. Und leider hat sie sich jetzt zwei Fehler geleistet, die großgewachsene Kanadierin. Im letzten Jahr zum ersten Mal mit einem Top-10-Platz im Weltcup. Und Veronika Vítková, die beim dritten Schießen alle Chancen vergeben hat, auf einem ganz, ganz vorderen Platz heute. Und wenn man sich die Laufzeit anschaut und den Vergleich mit Skardino und Höckberg, dann liegt sie immer noch aussichtsreich in der Partie. Aber wir wissen, da kommen ja noch Tiril Eckhoff und Daria Domracheva, angesprochen rechts oben, schon im Bilde. Vítková fehlerfrei, also bleibt da noch mal im Gespräch. Und Daria Domracheva kann jetzt zum ersten Mal den Sack zumachen in diesem Winter, kann jetzt schon klar machen, wer die Siegerin des Auftakt 15ers ist. Dritter Treffer, zwei muss sie noch. Einer würde wahrscheinlich schon reichen für den Sieg. Daria Domracheva, 18 Treffer. Dabei bleibt es am heutigen Tag. Zwei Fehler, leichtes Zittern, Fragezeichen, ich glaube nicht. Eine Minute fast der Vorsprung auf Kaisa Mäkäräinen, obwohl sie zwei Scheiben verfehlt hat. Daria Domracheva ist in der Lage, zwei Fehler auszugleichen. Schauen Sie, wie elegant, wie leichtfüßig sie hier läuft. Typischer Laufstil, die Arme fast im rechten Winkel vom Körper weg. Und das ist der Stand der Dinge nach dem vierten Schießen. Daria Domracheva vor Kaisa Mäkäräinen, die beiden schnellsten des Sonntags aus der Mixstaffel, jetzt auch schon wieder auf den Rängen 1 und 2. Erfreuliches Zwischenresultat. Franziska Hildebrand ist Sechste nach dem vierten Schießen. Ein Rückstand von 2 Minuten und 11 Sekunden. Und Daria Domracheva hat jetzt noch 3 Kilometer bis ins Ziel, bis sie vielleicht zum ersten Mal am Ende ganz oben steht nach einem Wettbewerb dieses Winters. So, viele deutsche Damen hier im Bild. Vorn, das ist Franziska Hildebrand. Geht hier als Erste durch, dann kommt Miriam Gössner mit der 66 und dahinter dann noch Franziska Preuß, die 26. Ja, zwei Fehler zum Auftakt. Nicht gerade das, was man gern möchte. Franziska Preuß mit jeweils einem Fehler im Liegenschießen. Ganz bestimmt eher leichtfertige Fehler, denn sie ist eigentlich eine sehr, sehr gute Liegenschützin, Franziska Preuß. Wir schauen, wer hier von den Kameras als Nächste eingefangen wird. Sophie Boyer. Warum? Weil sie zum dritten Mal beim Schießen ist und bisher noch keinen einzigen Fehler geschossen hat. Und Kaisa Mäkäräinen auf dem Weg zum Ziel. Unnachahmlich, wie sie diesen Anstieg da raufprescht. Mit einer klaren Bestzeit, die dann als Nächste von Daria Domracheva sicherlich noch mal unterboten wird. Also, Sophie Boyer macht sich hier heute richtig gut als Vertreterin von Marie Durand, die vielleicht im Januar schon wieder zurückkommt aus einer Babypause. Und Luise Kummer zum zweiten Mal Null. Das ist fantastisch, das ist wirklich hervorragend. Also, kann man jetzt schon mal gratulieren, mit welcher Ruhe, mit welcher Nervenstärke sie herangegangen ist. Ihnen nicht beim Schießen, sagen die Trainer,
wie Franziska Preuß. Schnell, sicher, öfter mal ein Flüchtigkeitsfehler. Heute allerdings sehr, sehr konzentriert. Wirkt ausgeglichen, gereift. Im letzten Jahr hat sie ja noch mit Andrea Henkel zusammen trainiert. In diesem Jahr jetzt ohne Andrea Henkel in der Trainingsgruppe in Oberhof. Und noch einmal ihre Scheiben. 10 anvisiert, 10 getroffen. Luise Kummer, 21 Jahre alt vom SV Eintracht Frankenheim. Elisabeth Höckberg jetzt im Ziel. Erst einmal auf dem ersten Platz. Allerdings ist sie ja mit Start Nummer 3 in die Spur gegangen. Und wir schauen auf Vanessa Hinz. Erste Schießen war fehlerfrei. Das zweite dann leider etwas unruhig. Die Schüsse 8, 9 und 10 waren allesamt Fehler. Ja, das hat sie wieder richtig gut gemacht, Vanessa Hinz, die schon ein bisschen mehr Weltcup-Erfahrung sammeln durfte als Luise Kummer, die ihr Debüt feierte im Jahr vor den Olympischen Spielen, im Jahr 1 vor Sochi. Da gab sie ihr Weltcup-Debüt. Ja, sehr durchwachsen die Leistungen der deutschen Damen. Stark, würde ich mal sagen, Franziska Hildebrand beim Schießen. Wenn der eine beim letzten Anschlag nicht gewesen wäre, dann wird sie hier ein richtig gutes Resultat hinlegen können. Aber erst einmal übernimmt sie die Führung, wird Elisabeth Höckberg ablösen, die Schwedin. Und die hat sich nur einen Fehler geleistet, Franziska Hildebrand, deren 2. Also die Strecken von Östersund, die scheinen ihr gut zu liegen. Nochmal zur Erinnerung, vor 3 Jahren gab sie hier ihren Einstand auf dieser Strecke, damals Rang 6. Und da kommt schon die schnelle Finnin Kaisa Mecke rein und die wird jetzt die Bestleistung von Franziska Hildebrand pulverisieren. Die stellt hier eine richtig neue, sagenhafte Bestmarke auf. Kaisa Mäckereinen, jetzt also mit fast 2 Minuten Vorsprung, die neue Nummer 1. Das sollte, wenn hier nichts Unvorhergesehenes passiert, am Ende auch ein Plätzchen auf dem Treppchen sein. Aber rauen wir auch den anderen ihre Chancen ein. Dies hier mit weit aufgerissenem Mund, das ist die Konkurrentin. Das ist Nadjeshda, das ist Daria Domracheva. Aber die hat einen großen Vorsprung noch. Aber auch sie, schau mal einer an, pustet und atmet schwer an diesem Anstieg. Am Sonntag war sie hier mit Abstand die schnellste. Da allerdings ging es auch nur über 6 Kilometer. Das ein Teilabschnitt der Mixstaffel. Franziska Preuß. Letzter Schuss. Noch ein Treffer. Klasse. Stehen 2x0, liegen 2x1. Das ist eine gute Einstandsleistung für Franziska Preuß. Auch sie gehört zu den ganz, ganz großen Talenten im deutschen Team. Sie ist ja ganze 20 Jahre jung. Gemeinsam mit Laura Dahlmeier schon einige Male mit Achtungsergebnissen im letzten Jahr im Weltcup. Laura Dahlmeier übrigens kommt vielleicht in Pokljuka wieder vor Weihnachten. Vielleicht auch erst im neuen Jahr, ist noch ein bisschen nachholbedürftig nach einer Verletzung. Miriam Gössner, zweites Schießen, der Stehendanschlag. Die ersten beiden sehr konzentriert und dann ein rechts einfallen lassen. Insgesamt jetzt also schon 4 Fehler nach 2 Schießeinlagen bei Miriam Gössner. Für sie sicherlich noch mehr als für andere eine Standortbestimmung. Wo bin ich im Vergleich zu den anderen? Nadjeshda Skardino ist ganz vorn dran. Ein Fehler nur. Läuft jetzt gegen die Zeit von Franziska Hildebrand und wird diese sicherlich auch unterbieten können. Hat sich einen Fehler weniger geleistet als die Deutsche und dementsprechend jetzt auf Rang 2 zwischen Mäckereinen und Hildebrand, Nadjeshda Skardino. Franziska Hildebrand deutlich schneller als die Weißrussin, darf zufrieden sein mit ihrem Einstand heute. Und Valentina Semerenko mit einer lupenreinen 20er-Serie. 4-mal alles getroffen. Daria Domracheva mit 2 Fehlern und nach wie vor 27,3 Sekunden. Das hatten wir eben schon. Also 14,3 Kilometer hat sie weg. 700 Meter sind noch vor ihr. Das sollte sie sich nicht mehr nehmen lassen. Diesen Vorsprung vor Kaisa Mäckereinen.
typische hier für Östersund, diese Abfahrt, diese vielen Kurven, kaum einmal Gelegenheit, sich auszuruhen. Veronika Vítková in der Spur, eine der schnellsten am heutigen Tag. Die Zeit von Scardino läuft jetzt, das sind nur noch 6 Sekunden, das schafft sie nicht. Läuft jetzt ebenfalls gegen die Zeit von Franziska Hildebrand und wird sie leider aus Sicht der Deutschen auch unterbieten. Also, Franziska Hildebrand rutscht einen weiteren Rang nach hinten auf 4, Vítková jetzt Dritte. Starke Gruppe jetzt und gleich wird auch Daria Domracheva hinten auftauchen. Und schauen Sie, sie wird hier unter 47 Minuten am Ende im Ziel sein. Das hat keine andere vor ihr geschafft. Das ist die klare Spitzenreiterin, das ist die Siegerin des heutigen Tages. Das wird ihr wahrscheinlich 17. Weltcupsieg plus 3 bei Olympia. Damit hätte sie 20 Erfolge komplett. Daria Domracheva hat genau da weitergemacht, wo sie in Sochi oder auch letzten Sonntag in der Mixstaffel aufgehört hat. Blitzschnell, unglaublich schnell in der Spur. Domracheva und Mäkerainen heute jeweils mit 2 Fehlern in der Spur und fast eine halbe Minute schneller, die Weißrussin. Hier ist sie, die große Heldin ihres Landes, die Heldin Weißrusslands. Die erste Frau, die diese höchste Auszeichnung des Staates bislang bekommen hat. Zum 11. Mal insgesamt vergeben. Und sie hat sich zitieren lassen vor der Saison übrigens. Achtung, man höre und staune, ich will jedes Rennen gewinnen. Damit wäre sie dann die erste in der Biathlon-Geschichte, der so ein Coup gelingt. Erstes Schießen in einem Weltcup für Caroline Horchler. Daumen drücken, eine Bank beim Schießen, sagen die Trainer. Glück beim Zweiten. Das Glück ist mit der Tüchtigen, mit Caroline Horchler, die per Trainerentscheid hier in diesen Weltcup hineingerückt ist. 4 waren gesetzt. Luise Kummer hat sich über ihre IBU-Cup-Resultate den 5. Platz gesichert und sie bekam die Trainerstimmen. Caroline Horchler, die 25-Jährige, die seit dem Sommer in Ruhpolding wohnt und trainiert und auch bei Tobias Reiter dort im Training ist. So, die nächste, Tiril Eckhoff, die gut begonnen hat mit dem Schießen, die am Ende 3 Fehler geschossen hat und jetzt ebenfalls gegen Franziska Hildebrand läuft und sie wird hinter der Deutschen zurückbleiben. Rang 6 erst einmal für Eckhoff hinter Franziska Hildebrand, etwa 3 Sekunden zurück hinter der Deutschen. Läuferisch damit eine knappe Minute schneller. Aber sie hat sich 3 Fehler geleistet. Franziska Hildebrand, deren 2 momentan. Erste und einzige Deutsche im Ziel. Und sie soll die große Nachfolgerin werden als Teamleaderin bei den Norwegerinnen nach dem Karriereende von Tora Berger. Tja, wenn nichts schief läuft in diesem Jahr, dann ist sie ohne große Missgeschicke nicht zu schlagen. Daria Domracheva, das ging gerade noch mal gut, schien sie da zu sagen, obwohl der Vorsprung doch wirklich groß und deutlich ist. Franziska Preuß. Auch ihr Kompliment, würde ich sagen, für den ersten Wettbewerb. Die 20-Jährige hat das klasse gemacht. Hat ja am Sonntag hier zum ersten Mal in ihrem Leben eine Mixstaffel mit bestreiten dürfen und wurde belohnt mit Rang 3 am Ende. Arne Pfeiffer und Simon Schemp waren die anderen beiden neben den beiden Franzis, Franziska Preuß und Franziska Hildebrand. So, Sophie Boyer wird immer wieder gesucht. Läuferisch, na klar. In einer anderen Liga unterwegs als Daria Domracheva. Hat fehlerfrei geschossen bis hierher und dennoch schon vor Beginn des Schießens über 1 Minute Rückstand. Aber dennoch, das ist eine richtig gute Leistung. Tritt damit in den Fußstapfen von Marie-Laure Brunet, der Superschützin, die ihre Karriere ebenfalls beendet hat. Ach, Sie hören das Stöhnen. Schade drum, sagt auch Jean-Paul Jacquinot, der Mann, der hier schon seit Jahren am Fernglas für die französische Frauenmannschaft steht. Schade drum, der letzte ein Fehler bei Sophie Boyer.
Ilse Kummer hat bislang alles getroffen und macht genau da weiter. Das ist einwandfrei, das ist klasse. Dafür darf man ihr jetzt schon mal gratulieren. Also ich bin begeistert. Luise Kummer, als wenn sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht hätte, als im Weltcup mitzulaufen, mit den Großen sich zu messen. Und dabei hat sie, wie vorhin erwähnt, doch nur ein einziges Rennen bislang bekommen. Das war Ende der letzten Saison der Sprint von Oslo. Dazwischen lag ein langer Sommer. Sie ist eine ganz erfahrene. Und das ist der Chef vom Janssen, Anders Besseberg, Präsident der Internationalen Biathlon-Föderation. Also, ein paar Sorgenfalten sieht man da schon auf der Stirn. Wenig Schnee in Östersund, aber das Bett, das Schneebett soll streckenweise bis zu 1,5 Metern betragen. Also keine Sorge, hier wird alles richtig über die Bühne gehen bis Sonntag. Tja, und Vanessa Hinz, die hat sich genau einen Aussetzer geleistet. Einen Schwächeanfall beim zweiten Schießen mit ihren 3 Fehlern, dann 3x0. Das ist auch eine richtig gute Basis, auf der sie aufbauen kann. Auch mit diesem Schießen darf man wirklich zufrieden sein. Hat gesagt, ich will mich endlich mal trauen, schneller zu schießen, mehr zu riskieren, wenn ich am Schießstand bin. Das hat sie dreimal heute gut bewältigt. Einmal ging es daneben. Das sei ihr verziehen. Fast traditionell, die Tschechinnen bringen immer wieder gute Schützinnen hervor, wobei heute alle ein bisschen geschwächelt haben. Wir erinnern uns, Sokolova gleich mit 4 Fehlern beim ersten Anschlag, Vítková mit insgesamt 3 Fehlern und Jitka Landová mit insgesamt ebenfalls 3. So, Franziska Preuß nähert sich dem Ziel. Sie ist die zweite Deutsche gewesen, die sich auf die Strecke gemacht hat. Dementsprechend auch die zweite, die hier ankommt. Läuferisch nicht ganz da, wo sie gern hin möchte. Aber da gibt es ja noch eine ganze Menge Zeit, um daran zu basteln. 2 Fehler. Das ist eine gute Basis. Sie hier, Valentina Semerenko, hat 4x0 geschossen, währenddessen wir jetzt auf Miriam Gössner schauen. Die ein Testrennen im norwegischen Schuschön gewann in der deutschen Mannschaft und fortan richtig hoffnungsvoll unterwegs war. Dieser heutige Wettkampf, vielleicht wieder so etwas wie ein kleiner Dämpfer. Und wie gesagt, nach ihrem schweren Radunfall im letzten Jahr, der kleinen Gehirnerschütterung aus dem Herbst dieses Jahres, dies ihr erster Wettkampf nach 7 Monaten Pause, der erste Weltcup-Start. Und da hat sie jetzt schon 6 Fehler. Valentina Semerenko fehlerfrei geblieben. Auf die schauen wir jetzt ganz besonders. Die wird hier heute eine richtig gute Leistung abliefern. Schauen Sie im Bereich von Kaisa Mäkäräinen. Allerdings nur, was die Zeit anbelangt. Läuferisch fast 2 Minuten zurück. Und dennoch wird sie jetzt erst einmal ganz klar auf Rang 3 einkommen. Valentina Semerenko, die junge Dame, Mitte 31 auf dem Trikot. Die Goldmedaillengewinnerin mit der ukrainischen Staffel. 38 Sekunden hinter der führenden Domracheva. Jetzt auf Rang 3. Also Reihenfolge im Ziel. Domracheva, Mäkäräinen, Semerenko, Rang 6 für Franziska Hildebrandt. Wir gehen ganz kurz zur Werbung und sind gleich wieder da. Willkommen bei X-Drive Mountain Radio. Und nun zum Wetter. Wir erwarten heute Temperaturen zwischen milden plus 7 Grad und eisigen minus 9 Grad. Im Laufe des Tages gibt es heftige Regenfälle und viel Schnee. 1000 Gründe, zu Hause zu bleiben. Einer dagegen. BMW X-Drive, das intelligente Allradsystem. Jetzt auch im neuen BMW X4 und im neuen BMW X6. So, weiter geht's. Zurück in Östersund, zurück mit Elisa Gasparin, einer der 3 Schweizer Schwestern. Die älteste Selina macht gerade eine Babypause. Zuletzt mit Kugelbauch noch ein bisschen trainiert, wird sicherlich im nächsten Jahr wieder mit dabei sein. Dies ist die mittlere, Elisa, und Aita, die jüngere, sehen wir dann noch. Der 37, eine aus der starken russischen Mannschaft, Olga Potschufarova. Allerdings, schauen Sie, einen Fehler hat sie sich nur geleistet und dennoch ihr Rückstand 3 Minuten. Also auch da noch deutliche Defizite in der Laufleistung. Oh, Lord.
Vor zwei Jahren Juniorenweltmeisterin in der Verfolgung und zweite im Sprint. Damals holte sie sich ihre ersten Meriten. Damals rückte sie in den Fokus der russischen Scouts. Und jetzt ist sie mittendrin im Weltcup und es kommt mit der 39, da hinten rechts, Sophie Bourget. Der verflixte letzte Schuss, muss sie sich sagen. Ach, was wäre das schön gewesen, mit null Fehlern durchgekommen zu sein. Vor ihr mit der 36. Das ist Lisa Theresa Hauser, die Österreicherin. Und dann Sophie Bourget, 1,5 Minuten nach ihr gestartet. Etwa zu ahnen, wie die Strecken schlauchen. Der Kopf runter, der Körper unruhig, bewegt sich, viel Rotation da am Oberkörper. Das heißt, die Muster sind ein bisschen dahin, die Lehrbuchmuster. Wenn die Schwäche kommt, dann kommen die Fehler in der Technik. Aber Sophie Bourget auf jeden Fall mit einer ganz starken Leistung heute im Team Frankreich. Genauso wie bis hierher auch Luise Kummer. Also die gefällt mir wirklich exzellent. Ulana Björndalen übrigens, eines ihrer großen Vorbilder in Sochi, zum erfolgreichsten Olympiateilnehmer aller Zeiten aufgestiegen. Björn Daly, sein großes Vorbild, überholt. Und ihr Vorbild ist er, der Mann, der als erfolgreichster Olympiaathlet in Sochi ausgezeichnet wurde. Tja, das Wetter ist schon so, dass man Hunde rausschickt, aber richtig schön ist es nicht. Es ist ein bisschen zu warm, ein bisschen winterlicher, wäre irgendwie ganz klasse. Würden auch die Biathletinnen sicherlich begrüßen. Caroline Heuchler stellt sich ganz hinten hin. Die Bahnen 16 bis 30 sind dem Stehendanschlag vorbehalten. Freie Wahl für jeden und für jede. Und da ist ein neues Haus gebaut worden und in deren Windschatten steht sie jetzt. Da versucht möglichst jeder ein bisschen von diesem Windschatten abzubekommen. Eine Bank am Schießstand, sagen die beiden Trainer, sagen Tobias Reiter und Gerald Hönig. Macht eigentlich kaum einmal Fehler, selbst beim Training nicht. Im Läuferischen, da hat sie ein paar Defizite. Läuferisch hängt sie noch hinterher. Aber bislang muss ich sagen, auch für sie dickes Kompliment. Erster Weltcup-Start überhaupt. Und dann mit so einer hohen Startnummer. Lange, lange musste sie warten. Fürs Nervenkostüm auch nicht immer gerade förderlich. Bislang fehlerfrei Caroline Heuchler und die Russin Potschufarova kommt in Richtung Ziel. Wird hier erst einmal auf Rang 10 einkommen. Neunte sogar, 3:12 der Rückstand, Olga Potschufarova vor der Polin Nowakowska, die übrigens zuletzt im EBU Cup eines von zwei Sprintrennen gewonnen hat. Die 15 Kilometer, die längste Strecke, die es zu laufen gibt bei den Frauen. Eine, die gleich einmal allerhöchste Ansprüche an die Kondition stellt zu Beginn eines Winters. Wo sich natürlich fast alle darauf einstellen, genug Grundlagen, Ausdauer, Kraft und Kondition für den ganzen Winter zu haben. Also sind noch nicht alle auf 100 bei einem ersten Start. Sophie Bourget war beim Schießen schon fast auf 100. Ein einziger Schuss, ein Treffer hat gefehlt, aber klasse Leistung der jungen Französin. Auch für sie dickes Kompliment. Ihrerseits jetzt auf Rang 9. So weit vorn war sie noch nie zuvor im Weltcup. Also Kompliment Sophie Bourget. Jetzt auch vom Stadionsprecher hier verkündet. Top 10 Platz, da war sie noch nie, ein paar kommen ja noch, aber insgesamt ist sie als beste Platzierung auch erst einmal auf einem 24. Rang gewesen. Das heißt, den wird sie heute auf jeden Fall unterbieten. Weitere starke Weißrussin, ehemalige Langläuferin mit der 40, das ist Nastassja Dubareseva und die hat auch nur bei einem Schießen Nerven gezeigt. Zwei Fehler insgesamt.
Der Rückstand allerdings gehörig, 23. im Moment mit 4,5 Minuten Rückstand auf ihre Landsfrau, auf Daria Domracheva, die nach wie vor in Führung liegt. Wenn Sie sich jetzt erst eingeschaltet haben sollten, vor Kajsa Mäkäräinen und Valentina Samarenko aus der Ukraine. Beste Deutsche nach wie vor, Franziska Hildebrand auf einem sehr guten 6. Platz. Und jetzt würde ich mal sagen, ganz besonderes Daumen drücken. 4. und letzte Schießanlage für Luise Kummer. Das ist ja nicht zu glauben, das ist unfassbar, das ist einfach wunderschön. Da darf man schon mal zu Beginn einer Saison Superlative bemühen. Im 2. Weltcup-Start, ihrem ersten Rennen über 15 Kilometer mit den Besten der Welt, Luise Kummer. Herzlichen Glückwunsch, fehlerfrei am Schießstand, makellose Bilanz, schneeweiße Weste, Rang 11, Donnerwetter. Wer das vorauszusagen gewagt hätte, den hätte man direkt in den Stand eines Orakels erheben können. Da schauen wir gerne noch mal auf die letzte Serie. 11,5 cm Scheibendurchmesser, ruckzuck alles abgeräumt. Hut ab, Gratulation Luise Kummer, zu Hause in Oberhof, von Gerald Hönig trainiert. Und Franziska Hildebrand auf einem immer noch sehr, sehr starken 6. Platz im Ziel. Und die steht jetzt bei Jessie Welle. Ja, das war eine makellose Laufbilanz bei Ihnen. Was haben Sie denn da gemacht? Sie haben die 5 beste Laufzeit im Moment. Sie sind immer schneller geworden von Runde zu Runde. Wie haben Sie da gearbeitet? Ja, ich habe mich eigentlich heute ganz gut gefühlt im Laufen und ich habe in der ersten Runde erstmal versucht, irgendwie ein Tempo zu finden, um gut reinzukommen. Mir dann auch noch mal ein bisschen die Strecke anzuschauen, gerade in den Abfahrtspassagen, weil man mir gesehen hat, ist es tief und dadurch werden eben die Kurven auch mal ein bisschen gefährlich. Und ja, irgendwie habe ich mich gut gefühlt und das konnte ich, glaube ich, auf der Strecke auch gut zeigen. Sie haben auch so ein bisschen an Ihrem Laufstil gearbeitet, ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt gerade auch die letzten 2 Jahre da schon viel gearbeitet, so im technischen Bereich. Und ich denke, dass es sich endlich auszahlt. Wir haben auch super geschossen. Allerdings hat sie der letzte Fehler im letzten Schießen noch so ein bisschen reingerissen. Was war es da? War es da vielleicht doch noch so ein bisschen Nervosität? Ja, ich habe mich heute stehend nicht ganz so sicher gefühlt. Das hat man, glaube ich, dann auch an den Schießzeiten so ein bisschen gesehen. Und ja, da sind mir einfach 2 Fehler passiert. Sollte nicht unbedingt passieren, aber war so. Und ich denke, mit dem Auftakt kann ich trotzdem zufrieden sein. Auf jeden Fall. Die Nummer 1 im deutschen Team. Wie lebt es sich da mit den Ansprüchen, vor allen Dingen mit den Ansprüchen an sich selbst jetzt ja auch? Ja, ich denke mal, dass ich da recht realistisch bin. Ich meine, ja, so eine Top-10-Platzierung habe ich mir vorgenommen, ist heute sicherlich drin. Und wenn ich das jetzt geschafft habe, finde ich das toll und freue mich. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, eine sehr zufriedene Franziska Hildebrand darf sie auch sein. Und ein strahlendes Gesicht von Kajsa Mäkäräinen haben wir da kurz noch erhascht. Und Daria Domracheva, die wirklich einmal mehr gezeigt hat, sie ist die absolute Strahlefrau, die Überfliegerin, die in einer anderen Liga läuft, die im letzten Jahr von Sieg zu Sieg geeilt ist. Und die gewillt ist, in diesem Jahr genau da anzuknüpfen. Das ist Ekaterina Glasirina aus Russland. Auch sie schon beim letzten Schießen und mit nur einem einzigen Fehler behaftet. Hat ja am Sonntag keinen guten Tag erwischt in der Mixstaffel. Die russische Mixstaffel nur auf Rang 12. Das war jenseits der Ansprüche. Im Moment Top-10-Platz für Ekaterina Glasirina. Vanessa Hinz ist übrigens mittlerweile ins Ziel gekommen, im Moment auf Rang 29. Und Miriam Gössner hat zum 4. Mal geschossen, noch einmal einen Fehler. Währenddessen sie schon ihre Sachen packt, sich fertig macht zur Siegerehrung, zur Blumenübergabe, zur Pressekonferenz. Einmal mehr der Medienmarathon, der ihr bevorsteht. Da ist sie schon echter Profi. Gefragte Werbefigur mittlerweile zu Hause in Weißrussland. UNO-Botschafterin Daria Domracheva ist nicht nur sportlich unterwegs, sie ist überall gefragt. Eine der Top-Persönlichkeiten des Weltsports momentan. Olga Abramova, junge Ukrainerin. Auch in der Ukraine hat eine namhafte Athletin ihre Karriere beendet. Olina Pidruschna, die Sprint-Weltmeisterin und in Sochi nochmal Olympiasiegerin mit der Staffel der Ukraine geworden.
Jetzt gilt es, diese Lücke zu schließen. Das ist ja auch im deutschen Team die Aufgabe, die Lücke von Andrea Henkel zu schließen. Da haben wir heute schon sehr viele gute Ansätze gesehen. Luise Kummer, Franziska Preuß und die erfahrenste allen voran, Franziska Hildebrand. Noch einmal zur Erinnerung, wenn Sie sich gerade eben eingeschaltet haben sollten, immer noch auf einem sehr, sehr guten sechsten Platz. Das wäre genau der sechste Rang, den sie damals geschafft hat, als sie hier ihr Weltcup-Debüt gegeben hat. Da hat sie lange gekämpft, Olga Abramova, um die Null-Fehler-Serie und am Ende wurde sie belohnt. Caroline Horchler. Zuletzt gemeinsam mit ihrer Schwester Nadine im IBU Cup unterwegs mit Annika Knoll, Marie Heinrich, Tina Bachmann und sie hat sich durchgesetzt, hat das Prä, hat den Zuschlag der Trainer bekommen. Ihre Chance, ihre erste Weltcup-Einsatzchance hier in Östersund bekommen und bis hierher wirklich am Schießstand zumindest mal richtig gut genutzt. Und Luise Kummer, die hat das wirklich 1A gemacht, muss ich schon sagen. In der Vorbereitung war die Steigerung der Laufleistung bei ihr der Hauptschwerpunkt. Hat immer wieder neue Reize gesetzt. Hatte ein paar Schwächen in der Grundlagenausdauer, was die Kraft, die Athletik anbelangt. Wenn man den Oberkörper anschaut, na klar. Sie ist noch jung, sie ist 21. Sie hat eine lange und hoffentlich erfolgreiche Karriere hinter sich. Luise Kummer, im letzten Jahr Juniorenweltmeisterin. Gleich zweimal im amerikanischen Presque Isle. So, mit der 73 wieder mal eine aus dem Gastgeberland. Das ist Nadine Mona Brosson, 24 Jahre jung. Im letzten Jahr hier in ihrer Heimat auf dieser Strecke 40. gewesen und damit den letzten Weltcup-Punkt erhascht. Wo liegt sie momentan mit ihren zwei Fehlern? Ein bisschen besser sogar. Ja, tadellos. Die Serien 3 und 4 fehlerfrei für Mona Brosson. Auch im schwedischen Team wird viel getüftelt und gebastelt, vorausgeschaut. Natürlich hier vor allen Dingen auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land im Jahre 2019. Caroline Horchler. 2x0 hat sie schon. Jetzt wieder der Liegendanschlag. Dritte Schießanlage. Ist eine 1 bis Sternchen bis hierher. Glatte Null-Fehler-Serie zum dritten Mal und ein wirklich perfekter Rhythmus. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Also allmählich glauben wir wirklich, wenn die Trainer sagen, das ist die Bank beim Schießen. Wir haben schon das öfter erlebt, es gibt die Bank an sich, jedenfalls beim Biathlon. Eigentlich nicht. Immer wieder gibt es unvorhergesehene Umstände, die dann doch den ein oder anderen Fehler provozieren. Bislang 3x0 bei ihr und 4x0 bei Luise Kummer. Ganz anders bei Miriam Gössner, die da kurz zu sehen war. 30 Sekunden nach ihr gestartet. Ekaterina Glasirina, die ist natürlich für die Regie jetzt die interessantere, weil sie deutlich besser im Wettbewerb liegt. In der Saison kam die Russin überhaupt nicht so richtig in die Puschen. Im Jahr davor, also vor 2 Jahren, zum ersten Mal auf dem Podium. Das war hier in Östersund, auch das erste Saisonrennen, da wurde sie sogar Dritte. Im Moment Glasirina auf Rang 7. Klar suchen wir immer wieder, auch mit unseren eigenen Kameras, Luise Kummer. Die muss jetzt noch einmal diesen Anstieg rauf. Dann hat sie noch 2 Linkskurven, dann noch einmal einen Anstieg, eine Rechtskurve. Und dann sieht sie das Ziel und es wird ein großes Strahlen über ihr Gesicht gehen. Nehme ich mal an, wenn sie
über die Linie läuft. Mit der 62 die Kanadierin Megan Heinicke. Und mit der 58, das ist Luise Kummer. Wunderbarer Einstieg bei den Großen, zuletzt 5. und 7. im IBU Cup. Dann das kalte Wasser, der weiche Schnee von Östersund. Und diese Platzierung, Rang 15, das ist sensationell, wenn man weiß, zweimal Top 15 würde bedeuten, sie hätte sich für die WM qualifiziert. Einmal unter die ersten 8 muss man kommen und man hat seinen Platz für Kontiolahti auch schon sicher. Also dieser 15. Platz in der wohlgemerkt Zwischenabrechnung, das ist eine faustdicke Überraschung, eine sehr, sehr angenehme für Luise Kummer. Wird jetzt schon wieder eine nach hinten geschoben durch Megan Heinicke. Wäre auch zu schön gewesen, so ein sagenhaftes Resultat am ersten Tag zu sichern. Also Luise Kummer sieht überhaupt nicht abgekämpft aus. Klasse Ergebnis, erst einmal 16. mit ihren 4-0 Fehlereinlagen. Und Daria Domracheva, die Siegerin des heutigen Tages, die Auftaktsiegerin von Östersund, steht jetzt bei Jessie Werner. Congratulations, Daria. Ja, first Glückwunsch, of all, Daria, als allererstes. Sie waren die schnellste von allen. Was denken Sie? Ja, ich habe gut trainiert. Ich bin sehr motiviert für jedes Training gewesen. Ich habe ein super Team um mich herum. Die haben meine Ski gut gemacht. Oh, ich werde gut massiert nach den Rennen und kann mich wunderbar aufs Nächste konzentrieren. Der Athlet alleine kann solche Ergebnisse natürlich nicht erreichen. Und insofern ist es toll, dass ich so ein super Team um mich herum habe. Man kann gut sehen, dass auch unsere Ausrüstung richtig gut ist. Auch die Leistung der anderen rundherum werden immer besser. Ja, ich wollte noch mal richtig Druck geben, habe allerdings leider Gottes einen Sturz gebaut auf der letzten Runde. Das ist noch nicht mein Weltcup-Niveau, sagt sie. Also ich war schon schnell, aber ich kann noch besser. Sie haben dreimal Gold gewonnen in Sochi. Was ist Ihr Ziel für diese Saison? Ja, mein erstes Ziel ist, Spaß zu haben in jedem Rennen. Ich liebe meinen Sport, meinen Biathlon-Sport. Ich hoffe, alles zu genießen, jeden Tag. Und im Weltcup? Na klar, klar will ich den Weltcup. Sind Sie noch in Verbindung mit Klaus Siebert, der auf jeden Fall hier wieder zuschaut? Gibt er Ihnen immer noch Ratschläge? Ich habe ihn vor ein paar Tagen angerufen, habe mit ihm gesprochen über alles, was passiert ist hier in Östersund, habe ihm alles erzählt, dass es hier Veränderungen gibt. Habe ihm gesagt, dass es hier lauter neue Gebäude gibt. Es war sehr, sehr interessant für ihn. Und na klar, und wenn er ein paar Ratschläge hat, dann nehme ich sie gern an und er unterstützt uns natürlich immer noch. Er ist immer noch daran interessiert, was wir machen, was unsere Mannschaft macht. Biathlon ist nach wie vor ein richtig großer Teil seines Lebens. Beste Wünsche für Sie, Daria. Vielen Dank. So, wir liefern nach. Miriam Gössner, ihr erster Zielanlauf in diesem Winter. Sie sehen es unten rechts selbst. 7 Fehler hat sie sich geleistet. Rückstand von 8,5 Minuten. Das ist klar nicht das Level, was sie gern möchte. Aber es ist ein Wiedereinstieg, ein schwerer, denke ich mal. Und ein gutes Schießen von Emma Nilsson hier. Das letzte fehlerfrei. Insgesamt nur 2 Fehler bei der jungen Schwedin. Deren 7 bei Miriam Gössner. Ich bin ganz sicher, sie wird die Lehren aus diesem heutigen Rennen ziehen und schon beim nächsten Start hier beim Sprint deutlich besser drauf sein. Es ist, so war es auch im Training, immer noch ein ziemlich extremes Auf und Ab bei Miriam Gössner. Wie soll es auch anders sein nach den ganzen Kapriolen, die sie hinter sich hatte in den letzten Jahren und auch speziell in den letzten Monaten. Olga Abramova, die junge Ukrainerin,
mit 2 Fehlern belastet, im Moment auf Rang 34, bekommt vielleicht sogar noch ein paar Weltcup-Punkte ab. Die ersten 40 werden damit bedacht. So, da sehen wir eine gute alte Bekannte, die ja deutlich an ihren Ansprüchen vorbei schießt und läuft am heutigen Tag. Anaïs Bescon, die im letzten Jahr zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Rennen gewann. Und heute hier schon bei 4 Fehlern steht. Und beim letzten Schießen ein bisschen was fürs Ego tut. Erste und einzige fehlerfreie Serie für Anaïs Bescon, die eigentlich im Team Frankreich als die stärkste eingeschätzt wurde und sicherlich auch wird. Denn das ist nicht das Niveau, was sie drauf hat. Die Mixstaffelsiegerin vom vergangenen Sonntag, Anaïs Bescon. Mona Brorsson, die Schwedin, haben wir vorhin beim Schießen gesehen. Währenddessen kann ich Ihnen vielleicht sagen, die schnellste Läuferin haben wir ja eben schon am Mikrofon gehabt, Daria Domracheva. Klar, Kajsa Mäkäräinen war zweitschnellste, Veronika Witkova, Tiril Eckhoff, allesamt dort vorn erwartet. Aber dann Rang 5 in der Laufrangliste momentan für Franziska Hildebrand. Also nochmal ein extra Lob an dieser Stelle. Sie ist 6. Laufen und Schießen zusammen und 5. in einer gesonderten Laufwertung. Mona Brorsson kommt. 2 Fehler zu Beginn, dann 2 fehlerfreie Einlagen. Schafft vielleicht auch ein paar Weltcup-Punkte. Wir erinnern uns, wie vorhin erwähnt, 40. Rang im Vorjahr. Ein Jahr später ist sie erst einmal 29. und hat ganz gute Karten, sich ein bisschen zu steigern. Sehr gut von Beginn an im Rennen drin, Franziska Hildebrand. Sie will endlich mal aufs Podium, hat sie gesagt. Beste Platzierung ihrer Karriere, ein 4. Rang. Letztes Jahr passiert in Ruppolding, da war sie dicht dran. Und auch heute wieder in der Spur, wie eben erwähnt, sehr, sehr schnell. 5. schnellste. Beim Schießen mit nur 2 Fehlern. Einer beim letzten Anschlag, sonst wäre hier noch viel, viel mehr drin gewesen. Aber Sie wissen ja, hätte, wäre, wenn und aber gibt's nicht. Am Ende ist das momentan ein sehr, sehr guter 6. Rang für Franziska Hildebrand. Auf den ersten 3 Plätzen Domracheva, Mäkäräinen, Valentina Semerenko, Danskardino, auch eine Olympiamedaillengewinnerin, Witkova, allesamt erwartet. Und dann Franziska Hildebrand, momentan bestplatzierte Deutsche damit. Erst einmal weiter mit Michael Antwerpes.